A week ago last night, Bruno Walter made his first appearance as a Metropolitan Opera conductor, directing a truly sensational performance of Fidelio. And this afternoon, the house is completely sold out for his second appearance conducting this same opera. And I might add, many who wanted to buy standing room had to be turned away. This afternoon, Kirsten Flagstad is our Leonore, or Fidelio. Alexander Kipnis is the jailer, Rocco. Marita Farrell is the jailer's daughter, Marceline. Karl Laufkötter is the young gatekeeper, Giacchino. And Julius Hume is the dark and sinister Don Pizarro. Herbert Graf has done the staging, and Konrad Neuger is in charge of the chorus. Our distinguished conductor, Bruno Walter, will be entering the orchestra pit in just a moment, and I'm sure you'll hear a very cordial greeting from the audience. The house is in darkness. We are awaiting our conductor, Bruno Walter, who in a moment will be making his way through the musicians to the conductor's stand in the orchestra pit. Here he is. Thank you.
Mit dem seid erhoben, mit dem mindesten Schein.
dich nimmer, nimmer bekehren. Was meinst du? Wie? Dich anzusehen willst du mir wehren. Auch das noch, auch das noch. Du hast mir so oft doch versprochen. Versprochen? Nein, das geht so weit, das geht so weit. Du hast mir so oft doch versprochen. So oft doch versprochen. Nein, das geht so weit. Zum Henker das ewige Pochen, zum Henker. Es war mir im Ernste schon bang. Im Ernste schon bang. Es war mir im Ernste schon bang. Er weiß, dass es mir nicht gelang. Wer weiß, ob es mir nicht gelang. Ich war ihm sonst recht gut. Da kam Fidelio in unser Haus. Und seit der Zeit ist alles in mir und um mich verändert. Ich will dich finden. Ja.
Gekommen? Nein, Vater. Die Stunde naht, wo ich dem Gouverneur die Briefschaften überbringen muss, die Fidelio abholen sollte. Ich erwarte ihn mit Ungeduld. Ja, ich komme schon. Da ist er ja, da ist er. Hier, der Nacht. Armer Fidelio. Diesmal hast du dir zu viel aufgeladen. Ja, ich muss gestehen, ich bin etwas ermüdet. Ja, ja, du bist brav. Ich habe dich aber auch mit jedem Tage lieber. Und sei versichert, dein Lohn soll nicht ausbleiben. Oh, glaub nicht, dass ich meine Schuldigkeit nur des Lohnes wegen... Still. Meinst du, ich könne dir nicht ins Herz sehen? Thank you.
wenn ich auch nicht weiß, wie und wo du auf die Welt gekommen bist, so weiß ich doch, was ich tue. Ich mache dich zu meinem Tochtermann. Wirst du es auch bald tun, lieber Vater? Ei, ei, wie eilfertig. Und nun, meine Kinder, ihr habt euch doch recht herzlich lieb, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles. Man braucht doch noch... Hat man nicht vorbei mein Leben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schleppt sich doch das Leben, mancher Bummer stellt sich ein, mancher Bummer stellt sich ein. Doch wenn es in den Taschen fein klingelt und rollt, da hält man das Schicksal gefangen und wacht. Liebe, verschaff dir das Gold und stille das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen. Stille das kühnste Verlangen. Das Glück ging wie ein Ding für soll, es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit nicht verbindet, ist und bleibt die Summe klein. Wer weiß nicht, wo der Liebe findet, wir nach Fische hungrig sein, wir nach Fische hungrig sein. Drum lächle der Zufall euch gnädig und hold und seht ihr und lenkt euer Streben, das Liebchen im Arme, das Liebchen im Arme, im Beutel das Beut, so mögt ihr viele Jahre durchleben. So mögt ihr viele Jahre durchleben. Das Glück ging wie ein Löcher soll, es ist ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold. Das Gold. Pater Rocco, oft sehe ich euch aus den Kerkern dieses Schlosses ganz ermattet zurückkommen. Warum darf ich euch nicht dahin begleichen und euch helfen? Man muss sich für seine Kinder zu erhalten suchen. Ja, ja, ihr habt recht. Indessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen. Vermutlich vor die Gefangene sitzt, von dem du schon einige Mal gesprochen hast, Vater. Du hast erraten. Ich glaube, es ist schon lange her, dass er gefangen ist. Es ist schon über 2 Jahre. 2 Jahre, sagt er? Nun, es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Seit einem Monat schon muss ich auf Pizarros Befehl seine Portion täglich kleiner machen. Jetzt hat er binnen 24 Stunden nichts mehr als 2 Unzen schwarzes Brot und eine halbe Maß Wasser. Kein Licht als den Schein einer Lampe. Kein Strom mehr. Nichts. Nichts. Oh, lieber Vater, führe Fidelio ja nicht zu ihm. Diesen Anblick könnte er nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Stärke. Zehnchen, hab immer Mut, hab immer Mut, dann wird's dir auch gelingen. Das Herz mir war wohl Gegenwart bei fürchterlichen Kindern. Mit kaltem Blut will ich in Nacht nicht wagen.
an sicher bauen. Thank you.
Three of the four artists of that first scene of the first act of Fidelio are bowing to the applause. Kirsten Flagstaff, Alexander Kipnis, and Marita Farrell. Here they come forward again. Madame Flagstaff, dressed as the lad Fidelio in a pongee blouse and dark brown sleeveless jacket and knickerbocker trousers. Alexander Kipnis and Marita Farrell. Gegen den Garten zu. Jeder Mann, der sich der Festung nähert, wird sogleich vor mich gebracht. Depeschen. Hier. Immer Empfehlungen oder Vorwürfe. Was sehe ich? Ich denke, ich kenne dieses Schrift. Der Minister reist morgen ab, um Sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Seien Sie auf der Hut. Gott! Wenn er entdeckte, dass ich diesen Floristan in Ketten liegen habe, den er längst tot glaubt. Doch es gibt ein Mittel. Eine kühne Tat kann alle Besorgnisse zerstreuen. Dahin gestreckt zu sein.
Und zu morden, ah, welchen Augenblick, die Rache wenn ich kühlen, ich rufe dein Geschick, Triumph des Sieges sein, es sieht nicht, es fein, es sein. Sie mit deinen Trompeten sogleich den Turm. Sehen Sie mit der größten Nachtsamkeit auf die Straße von Sevilla. Sobald Sie einen Wagen von Reitern begleitet sehen, lassen Sie augenblicklich durch den Trompeter ein Signal geben. Verstehen Sie? Augenblicklich! Sie haften mir mit Ihrem Kopf dafür. Fort, auf euer Posten! Rocco! Ja. Jetzt! Alpha! Jetzt hat es Heiler, die Wette Glück so feil, du bist ein reicher Mann. Was geb ich nur daran? Was geb ich nur daran? Nun sag doch nur in Eile, womit ich ihnen kann. Und ich ihnen kann. Du bist von kaltem Blute, von verzagtem Mute. Durch lange, lange Dienst geworden. Was soll ich? Rede, rede, morgen. Wie? Hör mich an. Du hältst. Bist du ein Mann? Bist du ein Mann? Wir dürfen gar nicht säumen, den Schatten liegt daran, den Bösen und den Pfand schnell aus dem Weg zu räumen. O Herr! Den Schatten liegt daran, den Bösen und den Pfand schnell Ich bin auf dem Weg vorbei. Oh Herr, ich mach an, oh Herr, ich mach an. Herr, darf ich leben, leben, sonst willst du mich geschehen. Ich nehme ihn, die Tarn sollte beben, was war, die Tarn sollte beben. Aber es soll es, ich werde stehen. Sein Hoch und Ordnung rücken!
Beide wieder zu danken. Ach, Vater, er will, dass ich ihn lieben, dass ich ihn heiraten soll. Nein, Giacchino, von deiner Heirat kann jetzt keine Rede sein. Mich beschäftigen andere, klügere Absichten. Pater Rocco, ich ersucht euch schon öfters, die armen Gefangenen in den Festungsgarten zu lassen. Heute ist das Wetter so schön. Oh ja, ich bitte mit ihm. Kinder! Ohne Erlaubnis des Gouverneurs? Aber er sprach so lange mit dir. Vielleicht sollst du ihm einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Du hast recht, Marceline. Auf diese Gefahr hin kann ich es ruhig wagen. Wohl denn, Giacchino und Fidelio, öffnet die leichteren Gefängnisse. Ich aber gehe zu Pizarro und halt ihn so lange zurück, indem ich für dein Bestes rede. So recht, Vater. Thank you.
Frauen, die Hoffnung flüstert sanft mir zu, wir werden frei. Wir finden nun, wir finden. Beide Kraft.
weißt du, Werke schreiben, musst dir helfen, mich begleiten. Hart, hart ist des Kerkermeisters Brot. Verfallenen Zisterne erreichen wir die Grube leicht. Ich tu es, glaube mir nicht gerne, auch dir schaur ich, wie mich beucht. Ich bin es nur. Thank you.
titles of the second scene of the first act of Fidelio are taking curtain calls. Kirsten flags that. Here she comes with the others. Kirsten Flagstaff as Leonora, Alexander Kipnis as Rocco, Marita Farrell, Marceline, Julius Hume as Don Pizarro, and Karl Laufschetter as Giacchino. Here they come forward once more. Well, that was a bow by Marita Farrell and Karl Laufschetter. Mr. Hume. Julius Hume, the sinister-looking governor of the prison in his black cloak, his red and black uniform. Mr. Kipnis. The genial jailer in his brown sleeveless jacket. Our Rocco, Madame Flagstaff. Kirsten Flagstaff as the boy Fidelio in her belted jacket, trousers, and high boots. Now, once again, they all come forward. And the gold curtains fall. This concludes the first act of Beethoven's only opera, Fidelio. Thank you.
Marschner. Ich bin nicht allein.
tief. Ganz ohne Bewegung? Vielleicht ist er tot? Wer meint es? Nein, nein. Er schläft. Das müssen wir benutzen und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, seine Züge zu unterscheiden. Gott, steh mir bei, wenn er es ist. 4 unter diesen Trümmern ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Wir brauchen nicht viel zu graben, um an die Öffnung zu kommen. Gib mir eine Haue und du stelle dich hierher. Zitterst? Fürchtest du dich? Oh nein, es ist nur so kalt. So mache fort, im Arbeiten wird dir schon warm werden. Nur frisch gegraben. Es wird nicht lang, er kommt herein. Es wird nicht lang, es wird nicht lang, er kommt herein. Ihr sollt ja nicht zu klagen haben, ihr sollt gewiss zufrieden sein. Du ruht dich fort, du frisch gegraben, es wird nicht lang, er kommt herein. Mein Vater, mein Vater,
erwacht. Er erwacht, sagst du? Ohne Zweifel wird er wieder tausend Fragen an mich stellen. Ich muss alleine mit ihm reden. Nun, habt ihr wieder einige Augenblicke geruht? Geruht? Wie fände ich Ruhe? Diese Stimme? Werdet ihr immer bei meinen Klagen taub sein, harter Mann? Gott, er ist's! Sagt mir endlich, wer ist Gouverneur dieses Gefängnisses? Der Gouverneur dieses Gefängnisses ist Don Pizarro. Pizarro! Er ist es! Dessen Verbrechen ist zu entdecken, war. Oh, Barbar! Du schießt so bald als möglich nach Sevilla. Fragt nach Leonore, meiner Frau. Sagt ihr, dass ich hier in Ketten liege? Es ist unmöglich, sag ich euch. Wenn ich denn Verdammte bin, hier mein Leben zu enden, so lasst ihr mich nicht langsam verschmachen. Gott, wer kann das sein? Barmherzigkeit, gebt mir nur einen Tropfen Wasser. Es geht mir wieder meinen Willen zu Herzen. Fidelio! Da! Wer ist das? Mein Schließer. Nun in wenigen Tagen mein Eidam. Du bist ja so bewegt. Wer sollte es nicht sein? Ihr selbst, Vater Rocco. Es ist wahr, der Mensch hat so eine Stimme. Ja, sie dringt in die Tiefe des Herzens. Dank, du Dank, du Dank, du Dank.
es ist der Wald, und ungedacht, es ist der Wald. Der Wald, es ist der Wald, und ungedacht, der arme Mann. Wo geht er hin? Ist das ein Vorbote meines Todes? Ruhig. Oh, meine Leonore, so soll ich dich nie wiedersehen. Sei ruhig, sage ich dir. Vergiss nicht, dass es überall eine Vorsehung gibt. Ja, ja, es gibt eine Vorsehung. Alles bereit? Ja. Der Bursche soll sich entfernen. Geh! Soll ich ihm die Ketten abnehmen? Nein, aber schließ ihn von den Steinen los. Die Zeit drängt. Er sterbe. Doch er soll es wissen, der ihm sein stolzes Herz erfleicht. Er lacht und die Zeit zerrissen. Herr, um was ich getäuscht, die Zorro, ein Schlimmsenfalltes, die Zorro, ein Schlimmsenfalltes, steht nun als Rächer, steht nun als Rächer, als Rächer hier, die Zorro, ein Schlimmsenfalltes, die Zorro, ein Schlimmsenfalltes, steht nun als Rächer hier. Herr Minister kommt an!
Gelobt sei Gott. Ja, wir kommen augenblicklich. Und diese Leute mit Fackeln wollen heruntersteigen und den Herrn Gouverneur hinauf begleiten. Thank you.
Komm, du Elfe, helf den Armen. Was seh ich? Ha, bewege sich fort und rede. All Erbarmen, vereine diesem Paare sich und Florestan. Der Tote glaubt, der ja keine Lüfte Wahrheit spricht. War ein unbezahlender Weg. Mein Freund, der Tote glaubt. Gefesselt, gleicht er vor mir. Ja, Florestan, Florestan, er seht ihn nicht. Und Leonore, Leonore, der frommen Zier, der führ ich vor, sie kam hierher, mein Wort, es sage kein Wort. Sie kam dort an mein Tor, trat als Knecht in meine Dienste und dazu brave treue Dienste, dass ich zum Eidam sie erkor. Weh mir, sonst vernimmt mein Tor. Der Unmensch wollte in dieser Stunde vollziehen, an Schmorren von dem Ort. Vollziehen mit ihm. Mit uns im Bunde, nur euer Kommen rief ich vor. Thank you.
Fräulein, unser junges Fräulein, Seven principals of Fidelio have come before the gold curtain and have just made their first curtain bow. Kirsten Flagstad as Leonora, Renée Maison as Florestan, Alexander Kipnis as Rocco, here they come forward again, Julius Hume as Pizarro, Edward Jansen as Don Fernando, here they are. Marita Farrell and Karl Laufgetter. All the principals are bowing at the close of this performance of Fidelio, conducted for us by Bruno Walter. Now the entire stage is seen, full curtain rises. The full curtain was raised on the principals, chorus, and soldiers in this colorful scene on the prison bastion, the last scene of Beethoven's Fidelio, with our conductor, Mr. Walter,
in the center of the scene, and the members of the chorus and the principals also applauding him. And wasn't he enthusiastically applauded after his interpretation, his vigorous interpretation of the Leonora Overture number 3? Here he is again with his principals before the curtain. And Mr. Walter, who was so enthusiastically applauded for his interpretation of the Leonora Overture, graciously bows with his principals and motions also to the members of his orchestra in the pit. Again, they all come forward. Great Norwegian soprano, Kirsten Flagstad, is our faithful Leonora, as Fidelio, the now free Florestan, René Maison, the Belgian dramatic tenor, Alexander Kipnis as Rocco, the jailkeeper. Here they are again. Julius Hune as the governor of the prison, Pizarro, and Herbert Jansen as Don Fernando, the minister of state, in his ornate blue velvet costume, his pearl-gray cape, and his George Washington-style hat and high brown boots. The audience certainly has enjoyed today's performance, and a great deal of this applause is for Mr. Walter and his principals. Once more, our conductor is principal set point. Well, it just sounds as though this could go on and on. The audience is piling up toward front, standing around the orchestra pit, shouting and applauding. We'll take one more curtain bow before we close. The solo bow by Julius Hume. That is out. René Maison of Florestan. Marita Farrell, Marceline. Madame Flagstaff. The faithful Leonora. We'll see who comes out next, or perhaps they'll all take another bow. Yes, they all come forward with Bruno Walter. Ah, they leave Mr. Walter alone on the stage. That was for our conductor, our guest conductor today, who has done such a magnificent job, Bruno Walter.